Hallo und willkommen zu diesem Video zum Thema stetige Zufallsvariablen. Das sind solche, bei denen das Ergebnis eines Zufallsvorgangs durch eine Zahl beschrieben wird, die in ein Intervall reinfallen kann und dort jeden möglichen Wert in einem ganzen Kontinuum annehmen kann. Wo es also nicht nur abzählbar viele mögliche Werte gibt, 0, 1, 2, 3 oder ähnliches wie bei diskreten Zufallsvariablen, sondern in einem Intervall im Prinzip jeder Wert möglich ist. Das hat dann einige Implikationen, einige Sachen, die anders bei stetigen Zufallsvariablen gerechnet werden müssen als bei diskreten, auch wenn die grundsätzlichen Ideen ganz analog sind und viele Konzepte gleich oder zumindest sehr ähnlich sind. Schauen wir uns also einmal an, was das Wesentliche ist, was unterschiedlich ist. Nämlich bei einer stetigen Zufallsvariablen interessieren uns Ereignisse von der Form, dass wir solche Intervalle haben. Also nicht wie im diskreten Fall, wo wir uns anschauen, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable x den Wert a annimmt, sondern da interessieren uns Ereignisse, dass x kleiner gleich a ist, größer als a oder in einem Intervall von a bis b liegt. Warum das so ist, machen wir uns am besten an ein paar Beispielen klar. Ich habe hier einige aufgelistet, wie sie in den Wirtschaftswissenschaften typischerweise vorkommen. Also die Miete einer Wohnung, die Rendite eines Wertpapiers oder der Verlust eines Kredits, also der Anteil, der nicht zurückgezahlt wurde. Ich picke mir hier mal die Rendite aus, weil es bei der besonders gut zu illustrieren ist. Wenn ich mir anschaue, was ist die Rendite eines Wertpapiers am nächsten Tag oder im nächsten Jahr, dann kommt da ein Wert raus, den ich vorher nicht kenne und nur weiß, das kann irgendeine reelle Zahl sein. Kann plus 3,241% nach oben gehen, es kann minus 0,51% nach unten gehen und so weiter. Warum ist es dann so, dass ein Ereignis von diesem Typ x gleich a nicht funktioniert? Das wäre also, da würde mich dann interessieren, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Rendite exakt den Wert 0 oder exakt den Wert 1 annimmt. Und das hieße also eine Veränderung um genau 1%, während eine Veränderung um 1,00000001% schon nicht mehr das gleiche wäre und die Veränderung um 0,99999% auch nicht das gleiche. Ja, also weil das dann unendlich fein wäre, dieser eine Punkt, hätte der halt keine Wahrscheinlichkeitsmasse mehr. Erst wenn ich ein Intervall betrachte, wie hier, dass ich sage, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Rendite zwischen 0,99% und 1,01% liegt, dann könnte ich dafür eine Wahrscheinlichkeitsaussage treffen, aber für exakt einen einzelnen Punkt hätte ich keine Wahrscheinlichkeit, weil die Rendite nicht nur auf genau so einem Punkt landen würde oder die Wahrscheinlichkeit dafür verschwindend gering wäre. Natürlich sind in der Praxis alle Sachen, auch die Rendite von Wertpapieren, irgendwie nur mit einer bestimmten Präzision gemessen und man könnte dann sagen, naja, über die könnte ich ja doch wieder abzählen, aber das ist genau wie bei der kontinuierlichen Verzinsung nicht das, worum es geht. Also irgendwann macht das halt keinen Unterschied mehr, ob ich das als komplett stetig oder als gerade noch diskret mit sehr, sehr kleinen Schritten betrachte. Und also bei den stetigen Zufallsvariablen aus mathematischer Sicht ist das Modell, was wir wirklich verwenden, ein stetiges, wo dann der einzelne Punkt kein Gewicht mehr hat. Rufen wir uns trotzdem nochmal in Erinnerung, was wir für die Beschreibung von Wahrscheinlichkeiten im diskreten Fall gemacht haben. Da hatten wir eben diese Wahrscheinlichkeitsfunktion klein f, die uns angab, was ist die Wahrscheinlichkeit, dass meine Zufallsvariable genau einen bestimmten Wert annimmt. Oder wenn ich die Frage hatte, was ist die Wahrscheinlichkeit für x kleiner gleich a, dafür hatten wir dann auch eine eigene Funktion, die Verteilungsfunktion groß f an der Stelle a und die konnten wir berechnen als die Summe über alle x kleiner gleich a und dann haben wir über f von x aufsummiert. Das heißt also, um die Wahrscheinlichkeit für ein Intervall zu bekommen, hatten wir auch im diskreten Fall dann aufaggregiert und im diskreten Fall die Summe verwendet.
Im stetigen Fall machen wir das jetzt ganz ähnlich. Auch hier brauchen wir für die Wahrscheinlichkeit für einen Intervall die Aggregation über so eine Funktion f von x. Und diese Funktion nennen wir dann die Dichte. Die spielt also eine ähnliche Rolle wie die Wahrscheinlichkeitsfunktion. Sie gibt aber für sich genommen keine Wahrscheinlichkeitswerte ab, sondern nur durch Integration komme ich dann auf Wahrscheinlichkeiten. Und das entspricht also der Fläche unter der Dichte. Das gibt die Wahrscheinlichkeit an. Als ein Beispiel habe ich hier mal eine Dichtefunktion. Wer das kennt, wird vielleicht erkennen, dass das so aussieht wie eine normal verteilte Dichte. Ist es auch. Habe ich die hingemalt. X-Achse gibt mir also die Beobachtungswerte an und auf der Y-Achse habe ich die Dichte. Und wenn mich dann interessiert, die Wahrscheinlichkeit, dass eine Zufallsvariable mit dieser Dichte ins Intervall von a bis b fällt, muss ich die Fläche unter dieser Dichte betrachten. Die Gesamtfläche unter der Dichte muss also 1 sein, 100%, und dann kann ich Teile der Dichte als entsprechende Wahrscheinlichkeiten für die entsprechenden Intervalle betrachten. Und wie ich schon vorher sagte, für die Wahrscheinlichkeit von Intervallen ist das ganz analog zum diskreten Fall, nur dass wir statt der Summe, der diskreten Summe, das stetige Integral verwenden. Das ist der eine Unterschied und der andere Unterschied ist, dass ich eben den einzelnen Wert f von x kann ich zwar schon so interpretieren, dass an der Stelle oder in einem Intervall um diese Stelle drumherum die Wahrscheinlichkeit besonders hoch ist, wenn die Dichte da hoch ist, oder dass dort dann die Dichte niedrig ist, also die Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable in einem Intervall darum fällt, auch niedrig ist, aber der einzelne Wert f von x gibt mir keine Wahrscheinlichkeit an. Das ist eigentlich das Schwierigste bei der Umstellung. Um das also jetzt einmal fortzuführen, halten wir zunächst nochmal fest, was wir vorher uns schon überlegt haben. Also die Wahrscheinlichkeit für ein Intervall ist das entsprechende bestimmte Integral, auch interpretierbar als die Fläche. Die Funktion f von x heißt jetzt nicht Wahrscheinlichkeitsfunktion, sondern Wahrscheinlichkeitsdichte oder auch nur Dichte. Und dadurch, dass ein einzelner Punkt kein Wahrscheinlichkeitsgewicht hat, ist es auch wurscht, wie ich die Ungleichheitszeichen bei diesen Intervallen setze. Ob die Ränder mit drin sind oder nur ein Rand mit drin ist oder keine Ränder mit drin sind, macht alles keinen Unterschied, weil eben ein einzelner Punkt im stetigen Fall kein Wahrscheinlichkeitsgewicht hat. Schauen wir uns das einmal an einem Beispiel an, wo wir die Integrale besonders leicht ausrechnen können, nämlich für eine stetige Zufallsvariable mit stückweise konstanter Dichte. Hier ist die Dichte also so, dass die Zufallsvariable zwischen 1 und 3 die Dichte 0,1 hat, zwischen 3 und 4 0,5, zwischen 4 und 6 0,15 und an allen sonstigen Werten hat sie die Dichte 0. Und damit sollen wir dann die Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Intervall, nämlich von 2 bis 5, berechnen. Malen wir uns das einmal auf. Wir wissen also, dass unsere stückweise Konstante immer in diesen Intervallen, die da angegeben waren, 1 bis 3, 3 bis 4 und 4 bis 6, konstant ist und dass es kleiner als 1 und größer als 6 nicht geben kann. Dort überall ist die Dichte 0. Sehen also, dass die Dichte hier niedriger und da höher ist beispielsweise, dass es wahrscheinlicher ist, dass diese Zufallsvariable zwischen 3 und 4 fällt. Wie wahrscheinlich genau, müssen wir uns jetzt noch ausrechnen. Also wir wussten, dass die Dichte hier 0,1 für das erste Intervall ist. Das heißt, wenn ich die Dichte von 2 bis insgesamt 5 bilden möchte, kann ich mir erstmal die Dichte von 2 bis 3 aufintegrieren. Dann kann ich dazugeben, die Dichte von 3 bis 4 aufintegriert und von 4 bis 5. Da haben wir also insgesamt drei rechteckige Flächen und die Gesamtfläche können wir uns leicht ausrechnen. Das ist also hier 1 mal 0,1, das ist 0,1, 1 mal 0,5, das ist 0,5 und 1 mal 0,15. Und wenn ich die aufaggregiere, komme ich an
bei insgesamt 75%. Und die verbleibenden 25% liegen hier bzw. hier. Da liegen 10%, da liegen 15% und sonst haben wir die Wahrscheinlichkeit 0. Und so kann man das also ausrechnen und die Betrachtung von stückweise konstanten Dichten ist was, was man in der Praxis nicht so häufig macht, ist etwas, das wir hier vor allem verwenden, weil es leicht zu rechnen ist und wir da nicht schwierige Integrationsregeln brauchen. Ein Fall allerdings, wo einem auch in der wirtschaftswissenschaftlichen Praxis immer wieder solche stückweise konstanten Dichten begegnen, ist, wenn es darum geht, Experteneinschätzungen abzugeben und die intervallweise gemacht werden. Wie in diesem Beispiel hier, wir stellen uns vor, es soll ein neues Produkt auf den Markt gebracht werden und die Absatzmenge im ersten Jahr oder im ersten Monat ist unsicher. Und wir haben jetzt eben keine empirischen Daten aus der Vergangenheit, die uns sagen würden, der Absatz wird so oder so hoch sein. Und da befragt man dann zum Beispiel Experten, dass die einem eine Einschätzung geben können. Und die Experten hier haben gesagt, zwischen 1.000 und 2.000 liegt die abgesetzte Menge mit 20% Wahrscheinlichkeit, zwischen 2.000 und 3.000 mit 60% Wahrscheinlichkeit und zwischen 3.000 und 4.000 mit 20% Wahrscheinlichkeit. Das sind insgesamt 100%, so wie man das erwarten würde. Und auf Basis dieser Informationen interessiert uns dann, okay, mit welcher Wahrscheinlichkeit kriegen wir denn eine Absatzmenge zwischen 1.000 und 2.500 oder zwischen 2.500 und 4.000. Um das zu berechnen, schreiben wir uns die Dichte als erstes mal hin. Kleiner als 1.000 konnte nicht vorkommen, laut Experteneinschätzung, hat also die Wahrscheinlichkeit 0 und auch die Dichte 0. Zwischen 1.000 und 2.000 kommt mit Wahrscheinlichkeit 20%. Und das heißt, wenn unsere Intervallbreite 1.000 ist und die Fläche soll zu 0,2 sein, dann kann ich die Höhe h ausrechnen als das h mal 1.000 soll 0,2 sein und dann dividiere ich durch 1.000 noch und dann steht da, die Höhe ist gleich 0,0002. Und das haben wir hier als Dichte eingetragen. Fürs nächste Intervall wissen wir mit 60% drin, Intervallbreite ist wieder 1.000 und die Höhe muss dann 0,0006 sein, damit wir auf diese Fläche kommen. Und zuletzt auch wieder die Höhe 0,0002, dass hier wieder 20% der Daten liegen. Und mit dem im Hinterkopf können wir also hier unsere Dichtefunktion, die stückweise Konstante, aufstellen. Und ich mache die mal hier ein bisschen kleiner, damit wir dann eintragen können die Rechnung für die Intervalle, die uns interessieren. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, zwischen 1.000 und 2.500 an Absatz zu bekommen? Naja, die Fläche kann ich jetzt aufteilen in 1.000 mal 0,0002. Das war 0,2, wussten wir schon. Und hier haben wir die Breite 500 und die Höhe 0,0006. Und da ist die Wahrscheinlichkeit also 0,3. Und insgesamt haben wir dann eine Wahrscheinlichkeit von 20 plus 30% gleich 0,5. Und die entsprechende Gegenwahrscheinlichkeit auf der anderen Seite ist halt 1 minus 0,5, ist auch 50%. Also mit 50% Wahrscheinlichkeit ist unsere Absatzmenge niedriger als der Mittelwert zwischen 1.000 und 2.500 und mit 50% Wahrscheinlichkeit liegt er darüber, zwischen 1.500 und 4.000. Letzte Bemerkung in diesem Video. Ich hatte eben schon was zur Verteilungsfunktion gesagt, im diskreten und im stetigen Fall. Definiert ist die im stetigen genauso wie im diskreten als Wahrscheinlichkeit, dass die Zufallsvariable einen Wert kleiner gleich x annimmt. Und im diskreten Fall musste ich dafür eben sowas ausrechnen für alle a, die kleiner sind als das vorgegebene x, musste ich die Werte aus der Wahrscheinlichkeitsfunktion aufsummieren und hier müssen wir jetzt die Werte aus der Dichtefunktion aufintegrieren. Und damit mit dieser Funktion, das ist dann ja eine bestimmte Stammfunktion der
der Dichtefunktion f von t können wir dann alle möglichen Wahrscheinlichkeiten berechnen als Differenz oder als 1 minus den Funktionswert und so weiter.